Heute ist die zweite Woche aus der Januar und nach unserem Programm reden wir heute über die Krankheiten des Dienstes. Nicht, weil es neue Themen sind, aber damit wir aufpassen können, während wir dienen. Und damit unser Dienst wirklich ein Dienst, der bei Gott angenommen werden kann. Eins der wichtigsten oder schlimmsten Krankheiten, die dem Dienst befallen können, sind die schlechten Beziehungen zwischen den Dienern. Wir müssen wissen, dass dieser Dienst freulich ist für uns und für alle Beteiligten. Das sind die Wörter Christi in der Heiligen Schrift. Wir lesen im paulischen Brief an die Galater, Kapitel 5, ab Vers 13. Es gibt noch ein Vers davor, also Vers 13. Also es geht ab 13. Denn Vers 13 ist sehr wichtig. Und dann lesen wir aus der Präsentation weiter. Galater 5, 13. Steht folgendes: Lieber Brüder, ihr seid für die Freiheit berufen. Also wir haben eine Berufung, dass wir frei leben können. Denn ein Ziel der Menschwerdung Christi, dass er uns die Freiheit gibt. Und Freiheit heißt, dass jeder frei ist. Wenn der Sohn euch befreit, seid ihr in Wirklichkeit frei. Du bist frei zu dienen. Du kannst dienen, du kannst aber auch nicht dienen. Du kannst beten. Und du bist auch frei, dass du nicht beten willst, wenn du nicht willst. Du kannst auch an den geistlichen Treffen teilnehmen. Und auch, weil du frei bist, kannst du das auch nicht machen. Also im Christentum gegenüber dem Alten Testament gibt es keine Gebote, die zwingend sind. Das sind aber auch keine Riten, die wir unbedingt durchführen müssen. Wir sind berufen für die Freiheit. Und im Anfang der Christzeiten gab es ein Problem, weil viele Leute sich noch an den alten Riten wie Beschneidung und Sabbat und so weiter halten wollten. Also wir haben das im Christentum nicht eine Aufgabe oder ein Gebot, was ich unbedingt machen muss. Nein, das ist mehr ein Bedürfnis für mich. Also es ist nicht, ich diene aus Freiheit, weil ich ein Bedürfnis dafür habe, zu dienen. Aber in der Bibel steht in 13, ihr seid berufen für die Freiheit, aber es steht auch,
aber nimmt nicht diese Freiheit oder nützt diese Freiheit als eine Gelegenheit für den Körper. Also Paulus sagt, pass auf, dass du diese Freiheit nicht falsch nutzt. Also Jesus hat uns seine Freiheit gegeben, weil der Körper möchte Freiheit haben, möchte sich ausruhen, möchte nicht an die geistlichen Sachen teilnehmen. Und oft sagt der Körper, sagt, ja, das reicht, ich habe schon gemacht. Es gibt ein Stichwort, also nach, man sagt, was natürlich falsch ist, die Tage nach dem Fest sind meistens in der Kirche leer. Aber wir verstehen so den Fest falsch und der Sinn des Festes falsch. Also, wir verhalten uns falsch. Also anstatt dass wir uns freuen an dieser Freiheit, nein, wir machen das falsch und wir ruhen uns aus und der Körper ruht sich aus. Und das ist natürlich sehr falsch. Und wenn der Körper sagt, ja, das reicht, dann müssen wir wachsam sein, dass wir also, in der Vers 13 steht, also wir sollen diese Freiheit nicht als Gelegenheit, dass der Körper faulenzt, aber mit Liebe sollen wir uns dienen. Also nicht, dass wir den Körper zuliebe ihn ausruhen lässt, den Dienst und unser Gebete und geistliches Leben vernachlässigen, weil sobald wir eine Gelegenheit oder sobald wir auf den Körper, unser Körper zuhorchen, geht unser Geist runter oder leidet unser Geist darunter. Denn das ganze Gesetz, jetzt in Vers 14, das ganze Gesetz fasst sich zusammen in einem Wort, dass wir dass wir einander lieben wie uns selbst. Aber ich sage, wandelt im Geist nicht, dass ihr die Bedürfnisse des Körpers nachkommt. Weil der Körper und der Geist sind in einem ständigen Streit und dieser Streit kann manchmal enden, dass wir das machen, was der Körper machen möchte und nicht den Geist. ولكن إذا انقضتم بالروح فلستم تحت الناموس. Aber wenn ihr mit dem Geist geführt seid, seid ihr nicht unter dem Gesetz. Also die Werke des Körpers oder die Werke des Leibes zeichnen sich oder kann man sehen in verschiedene Sünden wie Ehebrechung, verschiedene Sachen, die Sünde sind. Also, und derjenige, der diese schlechte Sachen macht, der kann in das ewige Leben nicht reinkommen. Aber die Früchte des Heiligen Geistes sind folgende, im Vers 22, Liebe, Freude, Friede, Langmut, Güte, Glaube und so weiter.
Also wenn wir im Geist wandeln, sollen wir auch nach dem Geist wandeln. Wir sollen uns nicht anfeinden. Liebe Brüder, wenn jemand in eine Sünde verfällt, also dann sollt ihr Geistlichen diesen zum richtigen Weg zurückbringen und tragt die Bürden und tragt die schweren Sachen miteinander. Denn wenn jemand denkt, er sei etwas, er betrügt sich selbst. Jeder soll sein Werk prüfen. Denn jeder wird seine Last selbst tragen müssen. Paulus hat in diesem Abschnitt sehr viele Punkte angesprochen. Jeder soll das wieder lesen zu Hause, also 5, 13 bis Ende und dann im 6. Kapitel bis 5. Wir fassen das zusammen in verschiedene Aspekte, dass wir das in praktische Punkte zusammenfassen können. Das Erste, was wir angesprochen haben, dass Christus uns für die Freiheit berufen hat. Aber er sagt uns auch, versteht nicht die Freiheit falsch. Also sagt nicht dieses Wort, was die Kinder immer sagen, ich bin frei, ich mache, was ich will. Das ist falsch. Also das soll nicht dem Körper die Gelegenheit geben, das zu machen, was er möchte. Aber es soll nichts mich versklaven und nicht alles wird mich aufbauen. Wir haben nicht die Sachen, wir haben kein Gebot, was wir ausführen müssen, aber wir haben ein Bedürfnis, was wir ausführen müssen. Also wir sollen diese Gelegenheit, diese Freiheit nicht als Gelegenheit nutzen, dass wir dem Körper Freihand geben. Aber wir sollen einander dienen. Also es gibt einen Aufbau. Und dieser Aufbau heißt Liebe. Ich bin heute, wenn ich heute körperlich angeschlagen bin, und sage, ich habe keine Lust, heute zu dienen. Aber wenn mein Herz Liebe ist und ich liebe auch denjenigen, die ich diene, dann würde ich mich zwingen und ich würde mich aufstehen und sage, in der Liebe sollen wir uns einander dienen. Dann würde ich aufstehen und zum Dienst gehen. Ich habe zum Beispiel keine Lust aufzustehen und zu beten. Aber in meinem Herzen habe ich die Liebe zu Gott und sage, wegen die Liebe Gottes würde ich aufstehen und dich Gott anpreisen und anbeten. Ich will zum Beispiel nicht zu unserer Versammlung, Versammlung kommen. Aber weil ich aus Liebe zu Gott würde ich mich zwingen und aufstehen und zur Kirche gehen. Danach. Denn
denn es steht, das ganze Gesetz fasst sich zusammen in einem Wort, und zwar die Liebe. Und wer das ganze Kapitel von Anfang an liest, steht überall, dass Liebe, ihr sollt einander lieben, ihr sollt euch gegenseitig dienen. Aber ihr müsst auch wissen, dass das Gesetz nicht die Liebe in dem Herzen des Menschen einpflanzen könnte. Also stand, du sollst deinen Nächsten lieben, aber deinen Feind hassen. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Aber wir sind jetzt im Neuen Testament. Die Liebe Gottes ist in unserem Herzen. Und deshalb können wir aus dieser Selbstliebe rauskommen und Liebe den anderen Menschen darbieten. Und deshalb derjenige, der sich festhält in der christlichen Liebe, kann seinen Körper kontrollieren. Nicht alles, was der Körper braucht, soll der Mensch ihm das geben. Aber der Heilige Geist gibt uns diese Weisheit. Wann soll ich mich ausruhen? Wann soll ich beten? Wann soll ich arbeiten? Nicht, dass alles durcheinander kommt. Denn dieser Körper zieht uns nach unten. Das erste Zeichen, dass wir körperlich sind, dass wir einander vernichten möchten und fressen möchten und dass wir aus uns zerreißen. Also das erste Zeichen, dass wir körperliche Menschen sind und Menschen, die nach dem Leib trachten, dass wir uns zerreißen möchten, gegenseitig. Und warum ist das gefährlich? Da steht, das ist gefährlich, weil wir werden uns gegenseitig vernichten. Was heißt vernichten? Also das wird alles verdorben wird. Für alle. Also für die Kirche, aber auch für die Menschen. Es gibt viele Leute, die übereinander schlecht reden. Und Leute, die anderen verachten, die Jüngeren respektieren nicht die Erwachsenen, auch die Erwachsenen nehmen nicht die Kleinen an, und alle sagen, du willst, machst dich hier zum Chef und so weiter, und deshalb geht die Kirche, die vernichtet sich gegenseitig. Und deshalb ist es sehr gefährlich, wenn die Diener untereinander sich zerreißen möchten. Und wenn wir uns gegenseitig zerreißen möchten, heißt das, dass wir nach einem leiblichen oder einem körperlichen Dienst machen und nicht einen geistlichen Dienst. Also das heißt, es gibt jemand, der macht das und macht sehr viele Aktivitäten und sagt, ja, ich bin ausgeschöpft. Aber alles, was er gemacht hat, hat er mit dem Körper gemacht und nicht mit dem Geist. Das hat er nur mit dem Körper gemacht. Die ganzen Aktivitäten hat er nur mit dem Geist gemacht. Denn wenn er das mit dem Geist gemacht hat, مجرد بس ما حد يقول له كلمة مش عاجباه يروح عامل ايه
Denn derjenige, der nur im dem körperlichen oder auf der leiblichen Ebene dient, sobald jemand ihn kritisiert und was oder was sagt oder kritisiert, dann will er denjenigen zerreißen. ويا سلام وانتوا عملتوا 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 عارفين لو كنا عملناها فعلا روحيا كنا ثبتنا في الكنيسه ونمينا في العلاقه مع الله aber unser Dienst soll auf der geistigen Ebene sein und wir sollen nicht nach einer Feier uns gegenseitig heißen, der hat mich kritisiert, der hat jetzt gesagt, dass oder der war in die ganze Zeit im Bild, ich war nicht, ich hatte keine Rolle. Wenn das der Fall ist, dann machen wir keinen geistlichen Dienst. Aber derjenige, der wirklich sich gefreut hat über die Geburt Jesu, gefreut hat, der wirklich entfacht und zündet alles an. Und die Liebe zu den Dienern und zum Dienst, derjenige dient einen geistlichen Dienst. Es ist natürlich gut, dass wir uns gegenseitig bedanken und gute Wörter austauschen, aber wir sollen uns nicht gegenseitig betrügen. Das Problem von Jeremia, des Propheten, das Problem von Jeremias, der Propheten, war, dass alle Propheten, die zur gleichen Zeit gelebt haben, haben Folgendes gesagt. Es waren falsche Propheten und haben immer das Volk gesagt, ihr seid sehr gut, ihr seid auf dem richtigen Weg, ihr macht alles richtig und Gott wird euch nicht verlassen. Aber Gott sagte zu Jeremias, du sollst zu dem Volk sagen, nein, es gibt keinen Frieden. Wenn er nicht vor Sünde abkehrt, gibt es keinen Frieden für euch. Aber der Heilige Geist zeigt uns und weckt uns, wenn unser Dienst wirklich körperlich, auf der körperlichen Ebene oder auf der geistlichen Ebene ist. Das Problem ist, dass wir uns gegenseitig betrachten und denkt, er sei gerechter und sei besser als die anderen. Und meine Meinung ist besser als die anderen. Und das, was ich mache, ich verstehe besser als die allen anderen. Und das ist das Problem, dass wir uns, dass jeder sich als gerechter als die anderen betrachtet. Und das ist ein Problem, weil ich werde dann die anderen urteilen. Und hier dadurch kommt dann diesen ganzen Streit in der Gemeinde. Wie zum Beispiel der Pharisäer, der von sich aus gefühlt hat, er sei viel gerechter, ist unter der gerechtesten als dieser Zöllner. Denn ich bete und mache viele gute Sachen und deshalb bin ich besser als die anderen. Und noch ein anderes Problem, weil ich werde auch die anderen hassen. Und in Vers 16 steht, ihr müsst nach dem Geist wandeln und nicht nach dem Körper. Und ihr sollt nach dem Geist wandeln, so dass ihr nicht die Begierde des Körpers vollendet.
يعني ما حدش هيقدر يمنع الجسد من انه keiner kann den Körper davon abhalten zu begehren, aber er soll nicht zu dieser Begierde aufgeben und er soll dieser Begierde widerstehen und kontrollieren. Wenn jemand sagt, mir kommen viele schlechte Gedanken, du kannst diese schlechten Gedanken nicht abhalten oder wegmachen, aber du kannst es kontrollieren, wie zum Beispiel Fliegen oder Vögel. Du kannst diese Fliegen von dir verscheuchen. Du kannst nicht. Also ihr sollt nach dem Geist wandeln und vollendet nicht die Begierde des Körpers. Und والروح ضد الجسد حد صاحي مفيش اشتهاء ما قالش والروح تشتهي ضد الجسد also da steht in 17 denn in der Körper hat Begierde und Begierde gegen den Geist und der Geist gegen den Körper. Und der Mensch sagt, ich wollte das nicht machen, macht eine Sünde und sagt, ich wollte es nicht machen, aber der Körper wollte das. Also das heißt, jeder Christ, jeder Mensch, der Christ, hat zwei Naturen in sich. Also eine Natur, eine alte Natur, die nach dem Körper wandelt. Und wir haben auch eine neue Natur in uns, die eine neue Natur, die nach Christus geht und eine neue Natur, die geistlich ist. Und diese zwei Naturen sind gegeneinander. Also was heißt das genau? Wir machen einen Vergleich. Ein Schwein zum Beispiel und ein Adler. Es gibt ein Schwein, ein kleines Schwein und ein kleines Adler. Also der Schwein möchte immer in Schlamm und Schmutz bleiben. Aber der Adler möchte nach oben fliegen. Und die sind zusammen verbunden. Also, dieser Schwein nennen wir Körper und der Adler nennen wir Geist. Wenn ich die ganze Zeit diesen Schwein füttere, und wenn ich ihn nur einfach nur futtere und mich drum kümmere, was macht er? Er zieht den Adler auch mit in den Schlamm und Schmutz. Denn der Schwein wird größer und schwerer und der Adler kann ihn nicht mehr hochziehen. Aber wenn ich mich über den Adler kümmere und ihn gebe und futtere, so dass er große Flügel bekommt, dann kann er, wenn er stark genug ist, kann er diesen Schwein hochheben. Und das heißt, wen füttere ich? Also, über wen kümmere ich mich mehr? Den Körper oder meinen Geist? Wenn ich mich mehr über diesen Schweinkörper kümmere, dann zieht mich alles nach unten. Aber wenn ich mich über diesen Adler, also Geist, kümmere, dann zieht das nach oben. Und deshalb sagt uns die Bibel, es gibt einen Kampf, einen Streit zwischen diese zwei Naturen, aber du Mensch, du kannst entscheiden. Du kannst entscheiden, wer von den beiden gewinnt. Der Mensch
kontrolliert beide Naturen. Und er kann kontrollieren, wo er wandelt, in welche Richtung er wandelt. Wenn deine Interessen nur auf den Körper gerichtet sind, dann wird alles nach unten gehen. Wenn du aber nach dem Geist wandelst, natürlich auch ohne den Körper zu vernachlässigen, kannst du auch nach oben gehen. Und was sind diese Werke des Körpers, die Paulus erwähnt hat, die uns gegenseitig zerreißen möchten? Es gibt drei, er hat sehr viele Sünden genannt, aber die können wir in drei Gruppen unterteilen. Also die Werke des Körpers sind klar, offenbar. Also wie zum Beispiel Ehebruch, und Unzucht und so weiter. Was ist der Unterschied zwischen? Aber es gibt einen Unterschied zwischen diesen vier Wörtern. يعني بتقربوا الزنا ده علاقة جنسية بين اتنين تبدو في السر. Also Ehebruch, das ist eine Beziehung zwischen zwei Menschen, die im Verborgenen ist. Aber das sind dann kommt ein weiteres Wort, eine erhöhte Stufe, die Unzucht, also Ehebruch, das ist im Verborgenen. Also es gibt auch jemand, der es gibt verschiedene Stufen des Körpers, die Sünde des Körpers. Es gibt Ehebruch, es gibt Prostitution, es gibt Unzucht, es gibt das Ganze. Das sind alles Sachen, die uns nach unten ziehen. Man kann die Wörter verschönern und sagen, das ist vielleicht Liebe oder was auch immer, aber nee, das stimmt nicht. Das ist eine schlechte Sache. Und man sündigt zu seinem Körper. Und es gibt auch noch andere Sünden, die zu Gott gerichtet sind. Also ich tue was anderes anstelle von Gott. Also das kann alles sein. Das kann eine andere Person, eine andere Beziehung, eine Wertsache für mich. Also das ist eine Sache, die ich tue anstatt von Gott. Anstelle von Gott. Also eine Sache, die ich anbete. Es gibt noch andere Sachen. Zauber, und Zauber ist auch gegen Gott. Und es gibt auch noch andere Sünden, die gegen den anderen Mitmenschen sind. Also zum Beispiel Feindschaft oder Begierde oder also sind alles Sachen, die gegen den anderen Menschen sind. Wenn ich über anderen schlecht rede,
Parteien. Es gibt verschiedene Parteien. Diese Partei will nicht mit den anderen Parteien umgehen. Und das ist natürlich sehr schlecht. Diese Partei und die andere Partei. Und sie sind gegeneinander. Spaltung. Heresien. Jeder sagt, ich habe eine neue Idee. Und oder dass ich, es gibt auch noch eine andere Sache, wenn ich jemanden beneide, Mord, als ob ein Problem in dem anderen besteht, im anderen Menschen besteht. Und das letzte Wort ist, wenn man die Sachen, die Gott ihm gegeben hat, verachtet. Und deshalb muss der Diener selbst kritisch sein und nachgucken, ob er eine dieser Sachen, die in Galater 21 erwähnt sind. Also, was machen wir? Ich muss selbst kontrollieren und ich muss mehr den Geist ernähren und muss ein bisschen aufhören, den Schwein, also den Körper, zu ernähren. Das Problem dieser Kanzelliste ist, was ganz am Ende steht, alle, die das machen, alle, die dieses oder eins dieser Liste ausüben, haben keinen Anteil mehr an dem himmlischen, an dem Himmelreich. Wenn ich sage, ja, ich mache keinen Ehebruch, ich mache nichts, ich bin sehr gut. Aber wenn ich jemanden beneide oder jemanden hasse, dann bin ich auch wie die anderen Menschen. Dann habe ich auch gegen Gottes Wort habe ich übertreten. Also wenn ich wirklich niemanden umgebracht habe, aber ich verurteile die anderen Menschen. Und alle, die diese Sünden machen, werden Himmelreich nicht erben. Jemand, der in Feindschaft ist mit einem anderen Menschen, jeder, der eine Spaltung herbeiführt, jeder, der parteiisch handelt, wird auch nicht den Himmelreich eintreten. Denn ich kann ja nicht im Himmelreich sagen, ja, dieser Mensch möchte ich nicht im Himmel haben. Denn ich muss auf meinen Dienst achten, ob das ein geistlichen oder ein körperlichen Dienst ist. Ganz im Gegensatz zu den Menschen, die nach dem Geist handeln. Das ist derjenige, der zur Kirche kommt. Und er sagt für sich, ich bin sehr wichtig, das ist natürlich falsch. Also wenn ich diene, soll ich nach dem Geist dienen. Aber, steht da jetzt, aber die Früchte des Heiligen Geistes sind. Also der Geist, der mir diese neue Natur gibt. Und es wurden hier 9 Früchte des Heiligen Geistes genannt.
Also nicht diejenigen, die nur im Körper, nur körperlich da sind. Und wenn du viel dienst, auch im körperlichen Sinne, das bringt dir nichts und das bringt dich nicht Gott näher und du kommst so nicht in den Himmelreich. Aber was sind die Früchte des Heiligen Geistes? Liebe, Freude, Frieden, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Glaube. Das sind insgesamt neun Früchte. Drei, die an Gott gerichtet sind. Denn jedes Mal, wenn ich in der Kirche bin und einen Dienst ausübe, muss ich mich fragen, diese drei Sachen sind in mir gewachsen, meine Liebe zu den anderen, meine Freude, mein Frieden, sind diese drei Sachen, sind mehr geworden, sind gewachsen oder bin ich sehr schlecht gelaunt? Aber wenn ich das nur im körperlichen Sinne mache, habe ich keine Beziehung zu Gott und dann werde ich, dann kann ich sagen, dass diese drei Sachen nicht in mir gewachsen sind. Meine Beziehung zu den anderen wird sich auch ändern. Dann habe ich Langmut. Ja, und wenn, dann bin ich mehr geduldig zu den anderen Menschen. Auch wenn derjenige mir was Schlechtes sagt. Und auch diejenigen, die von mir Sachen verlangen oder sehr viel verlangen. Aber auch, ich bin auch freundlich. Und ich sage nicht ein Wort, das ihnen verletzt. Und ich sage nicht, was macht ihr da und beschimpfe sie. Aber es gibt eine Freundlichkeit in dem Umgang. Und es gibt auch noch Güte. Also die zweiten Dreier sind meine Beziehung zu mich selbst. Ob ich treu bin in meinem geistlichen Leben, in der Bibel lesen, in der in meinem Gebet, in Bibel und so weiter. Und wenn ich wirklich zu dem Dienst komme oder Gottesdienst, bin ich wirklich im Geist vorhanden, im Geist da bin und treffe Gott, ich bin nicht da. Also Hauptsache, ich bin da im Geist und kann an Gott festhalten. Also, die anderen zwei Wörter sind Glaube, Selbstkontrolle. Ich kann mich selbst kontrollieren. Ich kann, wie soll ich die ganzen Sachen holen? Denn es gibt, wie soll ich das erreichen? Es gibt Leute, die versuchen sehr freundlich zu den Menschen sein. Aber innen drin gibt es keinen Frieden. Und wisst ihr, was es heißt? Das heißt Heuchelei. Denn es kommt an einem Tag und wird irgendwann an einem Tag offenbart werden. Aber derjenige, der wirklich mit Gottes Geist erfüllt ist, und Geist Gottes in ihm ist, dann kommt das aus dem Herzen, kommt es aus dem Inneren. Aber wenn er innen drin
er die Menschen hasst und verachtet, das bringt nichts. Aber es muss draußen wie innen sein, damit ich nicht in ein Heuchelei leben kann. Weil diese Heuchelei bringt mich nicht in den Himmel. Und diese Gemeinschaft mit Gott bringt diese Früchte hervor. Und es wird immer mehr und mehr und mehr, weil dieser Mensch nach dem Geist wandelt. Und wandelt nicht nach den Werken des Körpers. Die Werke des, wenn wir nach den Werken des Körpers wandeln, dann werden wir uns gegenseitig zerreißen. Der Heilige Geist ist eine Gabe, ist ein Geschenk Gottes für den Menschen. Das ist eins der Dreifaltigkeiten. Das ist nicht irgendwie was, eine Sache, die nur ein Begriff, was wir irgendwann mal gelernt haben. Das ist wirklich da und hat wirklich ein Wirken in uns. In der Heiligen Schrift, das erste Wort der Bibel steht, der Geist Gottes war über dem Wasser. Und auch das der letzte Vers sagt, dass der Geist Gottes sagt, Gott, du sollst schnell zu uns kommen. Und das ist, wir sagen, der Vater, der Sohn des Heiligen Geistes sind eins oder ist eins. Der kommt und wohnt in uns. Wenn wir ihn rufen und sagen, dass wir ihn brauchen und machen die geistlichen Sachen nicht einfach nur, nicht nur als, weil wir das machen müssen, einfach nur machen, damit es erledigt ist. Bitte versteht, was ihr in der Kirche da macht. Nicht einfach irgendwas machen, damit es erledigt wird. Nein, wir möchten vom Heiligen Geist erfüllt werden. Und der Heilige Geist wohnt in uns. فإن كنا نعيش بالروح فلنسلك أيضا بحسب الروح. Also wenn wir nach dem Geist leben, das ist Vers 25, wenn wir nach dem Geist leben, dann sollen wir auch nach dem Geist wandeln. فالسلوك بالروح هنا. Wenn wir nach dem Geist wandeln, mit der Kraft des Heiligen Geistes, der in uns wohnt, und jeden Tag passen wir auf, dass wir von ihm erfüllt werden, der führt uns, der leitet uns, der lässt uns verstehen und lehrt uns. Und der Rest des Kapitels erklärt, wie wir nach dem Geist wandeln sollen, damit unser Dienst ein Dienst nach dem Geist ist. Was erklärt mir, was sagt mir, ob ich nach dem Geist lebe oder nicht, oder diene oder nicht? Und er hat auch gesagt, wer nicht diese Früchte des Heiligen Geistes hat, wer das nicht in seinem Herzen hat, dann hat er nicht den Heiligen Geist in ihm. Wie offenbart sich das? Das ist jetzt Vers 26, das ist das sehr wichtig. Wir sollen nicht, dass jeder selbstverliebt sind. Und wir verehren Selbstverherrlichung. Wenn ich das mache, wenn ich mich selbst verherrliche, dann bin ich, wandle ich nach dem Körper. Und wenn wir das machen, dann verfeinden wir uns.
Und jedes Mal, wenn wir zur Kirche kommen, dann gibt es immer eine Feindschaft zwischen den Menschen. Und es gibt ein Neid. Warum wird derjenige verehrt? Warum wird derjenige bekommt mehr? Warum ist das so? Also es gibt drei Sachen, die der Mensch darauf achten soll. Also diese Selbstverherrlichung oder Selbstgefallen. Das ist Nummer eins. Nummer zwei, der Anfeindung. Und Nummer drei ist der Neid. Was sollen wir machen? Wir müssen das verscheuchen. Wir sollen nach dem Geist wandeln und nicht die Begierde des Körpers vollenden. Wenn ich merke, ich habe was gemacht und das habe ich ja sehr toll gemacht, aber nee, da muss ich sagen, nein. Gott hat in mir gewirkt. Und das, wenn ich was... Und wenn, ihr müsst auch auf einen Aspekt aufpassen, nicht weil ich was gemacht habe und die Menschen haben Gefallen daran gefunden oder eine Party oder ein Treffen oder was auch immer und die Leute sagen, applaudieren und sagen, das war toll. Das heißt nicht, dass er auf dem richtigen Weg ist. Wir sollen nicht viel den Menschen oder die Beurteilung des Menschen viel Achtung schenken. Denn Gott hat sehr viele Gott hat sehr viele Wunder zu dem Volk Israel hat er sehr viele Wunder vollbracht. Aber die sind am Ende trotzdem verloren gegangen und sind verdorben. Aber wenn Gott uns Sachen gelingen, aber Gott oft aus seiner Gnade, aus seiner Liebe lässt Sachen, die wir machen, Aktivitäten, lässt es gelingen. Aber aus seiner Gnade und aus seiner Liebe. Aber wir müssen auch immer denken und darauf aufpassen, wenn... Nicht, dass mir Gott was gelingen lassen, heißt das nicht unbedingt, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Aber damit Gott zu mir sagt, mache weiter, aber mache richtig weiter. Und Gott hat viele Wunder beim Volk Israel vollbracht hat, aber trotzdem haben sie ihn verlassen und sind verloren gegangen. Und deshalb muss der Mensch wach sein. Also, selbstgefällig, Anfeindung und dieser Neid, also diese drei Sachen zeigen mir, sind ein Indikator, ob ich auf dem richtigen Weg oder nach dem Geist diene oder nicht. Und anstatt dass wir uns gegenseitig beneiden und anfeinden, sollen wir Folgendes machen. Wir sollen die Lasten der anderen auch mittragen. Wir sollen gegenseitig uns helfen. Das ist jetzt Kapitel 6, Vers 1, steht, liebe Brüder, falls jemand von euch sündigt, wir müssen nicht sagen und uns freuen, dass jemand gefallen ist
und sagen, derjenige hat gesündigt, derjenige ist gefallen, Gott hat ihn verlassen oder Gott hat ihn hat ihn richtig offenbart. Wir sollen eher mehr diejenigen, die nach dem Geist wandeln. واحنا ماشيين بحسب الجسد اللي هيقع هنشمت فيه ونتكلم عليه وندينه ونتكلم. Also wenn wir nach dem Geist wandeln, falls jemand in eine Sünde fällt, werden wir über ihn reden und freuen, dass er gefallen ist. Aber falls wir nach dem Geist leben, machen wir Folgendes. Wir werden ihn mit uns versöhnen und ihn, dieser Mensch, versöhnen auch mit Gott. Und wir sollen darauf aufpassen, wir müssen darauf achten und aufpassen, dass wie derjenige gefallen ist oder wenige, denn eine Sünde verfallen ist, können wir auch in eine Sünde verfallen, genauso wie dieser Mensch. Sehr wichtig, wenn wir uns die anderen Schwächen des anderen betrachten, dass wir das in Sanftmut machen. Und wir müssen uns gegenseitig helfen. Denn jeder Mensch kann in eine Sünde verfallen. Und es gibt den Psalm, der sagt, freue dich nicht, mein Feind, denn wenn ich falle, würde ich aufstehen. Aber wir sollen uns gegenseitig unterstützen und helfen und muss darauf achten, dass wie derjenige gesündigt hat, ich bin auch dafür anfällig. اعتبر انك مش بتعالج واحد تاني لكن بتعالج نفسك. Aber es gibt einen wichtigen Aspekt, wenn ich, dass ich mit demjenigen so handle, als ob ich derjenige, der in diese Sünde verfallen bin. Und wenn ich eine Sünde begehe, dann versuche ich Ausreden für mich zu finden. Vielleicht sollte ich das auch für den Menschen machen. Also wenn jemand in eine Sünde verfällt, weil er nicht aufgepasst hat, soll ich ihm helfen aufzustehen, als ob ich mich selbst aufstellen wollte. Und damit der Geist in uns wohnt, muss ich immer beten, immer das. Und ich glaube nicht, dass es möglich ist, dass jemand dient, der nicht betet und in der Bibel liest. Und ich muss immer vorbereiten, weil damit mein Dienst auch Früchte trägt. Denn es gibt jemanden, der glaubt, aber der glaubt an Gott zwar, aber er wandelt nach dem Geist und nicht wandelt nach dem Körper und nicht nach dem Geist. بل بيدينا بعد أكبر احملوا بعضكم أثقال بعض وهكذا تمموا ناموس المسيح. In Vers 2 steht, tragt die Lasten der anderen oder tragt einander die Lasten gegenseitig, indem ihr das Gesetz Christi vollbringt. Und das ist auch unsere Aufgabe, dass wir die Lasten der anderen auch mittragen und nicht ihnen mehr belasten. Und das Gesetz Christi, das wir vervollbringen möchten, ist das Gesetz der Liebe.
und da gibt es Vergebung, Langmut und Liebe. Denn wenn, das Vers 3, wenn jemand von euch denkt, er sei etwas, etwas Größtes, etwas Großartiges, und sagt, ohne mich kann Abuna nichts machen. Ich bin der Beste und ich bin der Großartigste. Und der ganze Dienst kann ohne mich nicht gehen. Und falls jemand denkt, er sei etwas, der muss wissen, er ist nichts. Denn er betrügt sich selbst. Aber jeder von euch soll prüfen, jeder von euch soll sein Werk prüfen. Also jeder soll nachgucken, was er da genau macht. Was mache ich genau im Dienst? Mache ich meinen Dienst richtig nach dem Geist oder mache ich meinen Dienst nach dem Körper? Du sollst dich selbst prüfen. Denn viele von uns glauben, sie haben sehr viel gelernt bei Prüfungen und gehen in eine Prüfung und fallen durch. Denn du hast dich selbst nicht geprüft. Aber man soll sich vorher prüfen. Und weiter steht es im Kapitel 6,4. Um was soll ich mich rühmen? Also der Ruhm kommt von Gott. Wenn ich was gemacht habe, soll ich sagen, Gott aus seiner Liebe hat mir die Möglichkeit gegeben, diesen Dienst zu vollbringen. Nicht, weil ich gut bin, oder weil ich diese Gaben habe, aber aus der Liebe Gottes hat in mir gewirkt, ich der schlechte Mensch bin. Der Heilige Geist, der in mir wohnt, das sind die Früchte. Er tut in mir diese Liebe. Nicht, und ich muss aufpassen, nicht, dass ich die ganze Zeit in eine Heuchelei lebe. Aber derjenige, der sich rühmt, soll sich nur Gott rühmen und nicht selbst, sich selbst. In Vers 5, Kapitel 6, Vers 5 steht, denn jeder wird seine Last selbst tragen. Was ist der Unterschied zwischen 5 und 4, wo er sagt, tragt die Last einander? Aber hier steht, jeder wird seine Last selbst tragen müssen. Also was heißt das? Sollen wir jetzt mittragen oder nicht? Wenn hier steht, ich sage euch die Antwort. Das erste bei 4. Also, das erste in Vers 4, das bezieht sich hier auf dem irdischen Leben. Sobald du hier auf der Erde lebst, sollst du die Last mittragen. Aber es kommt ein Zeitpunkt im Himmel, wo jeder seine Last tragen müssen. Also Vers 5 bezieht sich auf den Himmel. Sollst nicht sagen, ich kenne Abuna, diese Abuna oder nicht diese Abuna oder dieser Bischof, das bringt dir alles nichts. Jeder muss die Werke oder seine Werke wird man selbst tragen müssen. Jeder muss seine Last selbst tragen. Und wir müssen das wirklich verstehen.
Später, nach dem Tod, wird jeder die Last, seine Last selbst tragen müssen. Der Richter, der wird jeden richten. Der Richter wird das tragen, wird das beurteilen. Hat jemand eine Frage? Oder möchte irgendwas sagen? Es gibt eine Frage. Es gibt ein Vers, das sagt, bei es gibt 4 Kapitel 5, nee, 6, Nummer 4. Jeder soll sich prüfen, ob ich nach dem Geist wandle oder nach dem Geist wandle. Wenn ich nach dem Geist wandle, muss ich mich rühmen, oder ich habe diesen Ruhm, dass der Geist in mir diese Liebe, Freude, Frieden in mir gemacht hat. Und mein Ruhm ist, dass der Geist in mir gearbeitet hat. Und nicht, dass ich bin gut, ich habe was gemacht. Als derjenige, der sich rühmen möchte, soll sich in Gott rühmen, weil Gott dieses Werk vollbracht hat. Keiner kann sich die Werke des anderen rühmen. Also ich soll mich rühmen, dass ich mit dem Heiligen Geist erfüllt bin. Die Frage für den heutigen alle sollen die Fragen beantworten und Buße tun. Was sind die Zeichen, die mir zeigen können oder die zeigen, ob ich den Dienst nach dem Geist oder ob ich mein Dienst nach dem Körper ist? Also körperlich oder geistlich? Was sind die Zeichen, die das zeigen? Lasst uns beten.